Also. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Hey Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe das so vermisst, diese Kamera, diese kleine Kamera in der Hand zu halten und damit Videos zu machen. Unabhängig von meinen Umstylings, unabhängig von meinen anderen Videos, einfach mal euch mitzunehmen. Und zwar, liebe Freunde, habt ihr ja mitbekommen, Haval Grill von unserem lieben Khatar aus Bonn hat einen Laden hier in Dubai aufgemacht, in Dubai. Und ich war noch nie bei Haval Grill. Ich wollte schon immer mal das Köfte-Sandwich von Khatar probieren, beziehungsweise von Haval Grill. Und ich komme jetzt hier endlich mal in den Genuss, hier ein Video zu machen. Ich bin gespannt, ob es mir schmeckt, weil ich, Leute, auch mal von Köfte und Falafel mal abgesehen, ich liebe Ayran. Und ich bin wirklich, ich bin ein Ayran-Profi. Ich kaufe immer den Joghurt selber. Und ich mache den Ayran selbst und ich mache da auch etwas Zitrone mit rein. Und alle Leute, die Ayran lieben, die meinen Ayran probieren, sagen, geil. Und ich habe hier Dennis mit dabei. Grüß euch. Grüß euch. Ja, warte mal, was soll ich sagen? Hi, ich bin auf jeden Fall sehr. Ich freue mich, Mann. Zweiter Tag hier und gleich Falafel und Köfte essen von Khatar. Ich wollte schon immer diesen Dinger essen und jetzt gleich in Dubai. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ihr fragt euch, warum sitzen wir hinten auf der Rückbank? Mein Auto ist kaputt gegangen, liebe Freunde. Hier in Dubai gibt es ja so solche Hügel auf der Straße. Und mein Auto hat ein Luftfahrwerk. Und ich bin ab und zu mal ein bisschen zu schnell drüber gefahren, glaube ich. Deswegen ist mein Luftfahrwerk vorne kaputt, vorne links. Mein Auto ist so schräg nach unten. Das heißt, ich muss es zur Reparatur bringen. So, Freunde, mein Übergangsauto für 5 Tage. Bin ich mal gespannt, was die amerikanische Kiste so drauf hat. American Style, you know? Der ist echt groß. Bin gespannt, wie dieses fette Ding hier fährt. Schaut euch mal die Mittelkonsole an. Das Auto ist größer als meine Wohnung früher. Alter, was ist das für ein Hebel? Schaut euch das mal an. Bam! Was macht das, Alter? Oha! Alter, das Auto ist ein LKW. Alter, wir haben einfach einen Bus gemietet. Ich kann mit so einem Auto fahren. Ey, wie komme ich da durch? Oh mein Gott, ey, guck mal, film mal da oben. Also ich komme mir vor, als hätte ich gleich eine Decke berühren. Ich habe auch die ganze Zeit Angst schon. Jetzt müssen wir amerikanische Musik hören. Ja, jetzt so Western-Musik, ja? I got the road, ey. I see my road. Wohin fahren wir überhaupt? Wohin wollten wir eigentlich? Okay, let's go. Are you ready? Also Leute, das ist erschreckend. Leute, habt ihr schon mal einen C200 AMG gesehen? Da hat sich einfach AMG-Sticker hinten drauf gemacht. Okay, wir sind da. Da ist nichts los. Alter. Hey, guck, das ist einfach an, wie man hier schaltet. Okay Leute, wir sind angekommen. Wir gehen jetzt mal rein, was futtern. Haval Grill, Haval Grill. Köftespieß, Ayran and Chill. Ich bin sehr gespannt. Ja, viele Leute haben es in Deutschland schon probiert. Aber ja, vielleicht ist die Qualität in Dubai doch nicht so gut. Das werden wir jetzt testen, liebe Freunde. Also, let's go. Okay, kommt rein. Hi sir, welcome. Thank you, thank you. Fine, fine. Can you speak German? No. No, only English. Okay. But Köftespieß, you know, on German? Yeah, of course, Köftespieß. And ohne reden, you know? Yeah. Ohne reden, okay. Okay. Then please, 2 Köftespieß. Okay. 2 Falafel. Okay. And 2 Ayran. Okay. Ohne so. Reden. Okay, so. Was kommt denn hier alles rein? Tomate, Salat. Boah, das ist geil, das ist geil. Das kenne ich immer von meinem Türken. Gibt es neben Adana Kebab. Das ist, ich weiß nicht, was da drauf ist. Das ist so ein Gewürz. Salat mit, ist das, was ist das? Nicht Pfefferminze. Ah, Mann, ich weiß den Namen nicht. Auf jeden Fall schmeckt es geil. Hier haben wir nochmal scharfe Soße, das kennen wir vom Döner. Da hinten nochmal, ich weiß nicht, ist Petersilie. Ja, ist Petersilie. Petersilie, das ist auch Petersilie. Dann nochmal Zwiebeln. Dann haben wir hier Tabasco. Wer feiert die grüne Tabasco? Wer feiert die rote Tabasco? Dann haben wir hier nochmal Barbecue-Soße. Dann nochmal Tabasco. Also ich bin Team Red, also ich bin, achso, das ist ja mit Knoblauch. Ich bin Team Normal Tabasco. Can I see how you make it? Yeah, of course. Okay, komm. Come yourself. It's on the beef. Wow. Guck mal, hier haben wir direkt mal Holzkohlegrill. Mega geil. How much is it? One? One bread for one, yes. One sandwich? Yes, sir. Ah, okay. Das sieht ein bisschen aus wie Hotdog, gell? Ja, 70% Rind, 30% Lamm. Wie ist es als Deutscher in Dubai? Stabil. Zweiter Tag hier, schon bin ich YouTube-Star und ich esse einen Köftespieß. Was geht ab? Cool, Mann. Cool. Cool, richtig cool. Ja, das ist geil. Richtig cool. Geil. Richtig geil. Falafel by my hand. By your hand. So delicious. Nice, nice, nice. Guck mal. Come this side. Leute, come this side.
türkisch. Tahina Sos? Danke. I have one thing away. Hey, ich habe noch nie in meinem Leben Falafel außerhalb Brot probiert. Noch nie so. Und ich muss wirklich sagen, Allah Billah, ohne irgendwas, wenn irgendwas schlecht wäre, würde ich sagen, das ist so ein geiler Snack. Oh. Mach mal auf. Nee, ist zu heiß. Ja. Und? Ich esse nicht so viel Falafel wie du. Das ist ein Snack. Und das ist sogar. Schon öfter mal gegessen. Das ist gesund, oder? Ich weiß nicht. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Er ist nicht trocken. Ist frittierte Falafel gesund? Falls ja, ist nur noch frittierte Falafel. Ja. Weil das ist ein geiler Snack, besser als Chips. Ja. Hm? Ist nicht trocken, ne? Wo ist mit Soße? Ja. Komm, ich probier's. Mit Soße? So. Gut. Muss man wirklich sagen. Und der hat der Hawal oder ich weiß nicht, läuft es über Hawal? Die haben doch auch Tiefkühl, oder? Haben sie. Schmeckt es genauso? I don't know. Weil es genauso schmeckt, geil, wirklich. Ich bin gespannt auf Köftespieß. Ich bin der Fleischliebhaber. Leute, ich bin gespannt auf den Köftespieß. Ich liebe Fleisch. Ja? Es geht raus an alle Fleischliebhaber. Ihr könnt mich verstehen. So ein richtiges, deftiges Essen ohne Fleisch ist für mich kein richtiges Essen. Deswegen, ich brauche schon ein bisschen Fleisch, ne? Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Da, das Brot wird jetzt vorbereitet. Yes, can you make? Alter, einfach so. Wow. I will make it more than crispy. Oh mein Gott, was wird jetzt gemacht? Tasty. Alter. Tschüss. Leute. Das sieht saftig aus. Would you like the onion, parsley, tomato? Yeah, you can put everything. Okay, just this for me. Yeah, this okay. This is enough. There's everything inside. Okay, how about lettuce? But bro, wirklich, dieser Köftespieß-Sandwich hat mich gecatcht. Warum? Weil es einfach ist und ich liebe sowas. Ne? Also, ich sage euch eins, ne? Wisst ihr, was ich voll liebe? Weißt du, was ich voll liebe? Nudeln, gekocht. Und einfach Hackfleisch drüber. Ohne Soße, ohne nix. Also so, weißt du, einfach. Einfach Nudeln mit Hackfleisch. Ohne Tomatensoße, ohne Sahnesoße, ohne Dings. Einfach dieses Fleisch mit Nudeln. Und das ist hier der Fall. Weißt du, was ich meine? Aber weißt du, was ich noch sonst machen würde? Guck mal, das ist hier ein Spieß. Ich würde zwei reinmachen. Bei mir. Vielleicht kann man das hier sogar sagen. Ja, dass man sagt, ich hätte double Spieß, please. One please, one double Spieß. Weißt du? Schmeckt gut, Alter. Schmeckt gut. Schmeckt echt gut. Aber Weißbrot hat, Leute, Weißbrot haut halt wirklich rein, ne? Also kalorientechnisch und der Magen macht so Boom, ja? Aber ich glaube, ohne Weißbrot würde es auch nicht schmecken. Wenn du jetzt hier so Roggenbrot hättest, glaube ich nicht, dass es so brutal wäre. Also, Dickflüssigkeit ist gut. Also ist nicht zu dünn und ist nicht zu dick. Aber es fehlt Salz. Was sagst du? Oh ja. Ich bin nicht so der Eier. Ist lecker. Ja? Ich finde, es fehlt ein bisschen so. Salzig ein bisschen? Salz, ja, Ayran muss so salzig sein. Ayran muss ja. Ich kenne mich da weniger aus, aber. Hä? Ich kenne mich da weniger aus, aber. Ja, okay. Also, ich finde, wenn du so Ayran trinkst, musst du schon dieses. Boah, und danach nochmal so machen. Und du merkst immer noch so. Und das fehlt ja. Aber zu viel Salz ist auch ungesund, ne? Zu viel Salz ist definitiv ungesund. Aber man soll ja auch nicht 15 Liter Ayran am Tag trinken. Ein Ayran reicht, Alter. Ja. Pro Tag. Ich trinke echt viel Ayran, muss ich sagen. Ne? Ja. Sieht schon aus wie so ein Joghurt. Ich muss sagen, die haben mich vom Hocker gehauen, weil damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass Falafel so gut schmecken kann. Ja. So ohne Brot. Normalerweise kennst du ja ein Brot, platt gemacht, Salat rein, Soße drauf, dann isst du das, auch geil. Ja. Aber so, voll geil, Mann. Bruder, ey, geiler Snack. Hm? Wie schmeckt's? Sehr lecker. Ja? Ich hab doch gesagt, lass mich in Ruhe, ich will essen, Mann. Schmeckt gut. Sandwich, brutal gut. Die Soße mega geil. Mein wirklicher Gewinner heute ist Falafel.
obwohl ich euch gesagt habe, ich bin voller Fleischmensch, hat Falafel mich wirklich überzeugt. Dafür, dass ich eigentlich immer Fleisch brauche, würde ich sogar das als Ersatz nehmen. Mega lecker. Grüße gehen raus an Fratar. Mega geiles Konzept. Irgendwie hat das in Deutschland gefehlt. In Berlin gibt es zwar so Köfteläden und so, aber ohne irgendwie so diesen Hype-Coolness-Faktor. Also das hat er wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich freue mich für meinen kurdischen Bruder Fratar. Und ich wohne nicht mal weit von hier. Ich wohne gerade mal 6 Minuten in diese Richtung. Das ist auf, so, auf der Jumeirah Road. Einfach geradeaus. Da wohne ich. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Nochmal hier essen. Mega cool. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wo ich als nächstes hingehen soll. Zu welchem Laden in Dubai, falls ihr ein paar Läden kennt, soll ich mal hingehen und einfach mal testen und ein bisschen essen. Schreibt es in die Kommentare, liebe Freunde. Und wenn ihr ein Video wollt, warum bin ich nach Dubai? Was mache ich hier in Dubai? Werde ich hier bleiben? Was macht meine Familie? Schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann werde ich ein extra Video dazu machen und euch genau erklären, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, wie ich ihn ausgeführt habe, was ich hier mache. Und dann, ja, liebe Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.